Hallo Friends, Esther und ich sind jetzt auf dem Weg in die City. Das ist er. Wir haben ein bisschen Partnerlook mit so Lederoptik. Wir sind eben im Hotel eingecheckt und haben uns schon mal ein bisschen umgeschaut, haben uns ein bisschen eingerichtet. Ich war duschen und habe mich fertig gemacht. Und ja, wie gesagt, jetzt gehen wir ein bisschen Dora the Explorer mäßig die Stadt erkunden und natürlich kräftig B-Roll für euch mitfilmen. Mehr habe ich gar nicht zu erzählen. Wir haben schon Sushi bestellt für unseren Livestream heute Abend, beziehungsweise für davor. Ja, I'm excited. Her skin tinted brown sheets and it's Chanel. Hit the highway when she hit in my cell. Body talking to me, I've been listening well. The type of shit make you forget that you've been living in hell. This for the grown and the sexy. Go ahead and text me. I know the Lord real and it shows that he blessed me. This for the grown and the sexy. Go ahead and text me. What's poppin', Leute? Wir sind zurück im Hotel. Ich wollte euch mal eine kleine Roomtour geben, aber erstmal, wie fanden wir Göttingen? Wir sind ja gerade durch die City getourt. Wir haben uns ein bisschen eine sehr schöne Innenstadt, definitiv, mit sehr süßen kleinen Ecken. Also die Häuser, wir lieben die Häuser. Ja, teilweise auch alles ein bisschen älter, das war echt schön. Ja, so Dark Academia, that's our thing, diesen Herbst. Yes. Manchmal aber auch ein bisschen shady. Ja, wir belassen true. Es bei der Aussage. Ich habe das Gefühl, in Münster sind die shady places so der Bremer Platz. Und ansonsten, also halt Bahnhof so, und ansonsten ist so okay, aber ich hatte das Gefühl, hier ist es ein bisschen die Stadt verteilt. Ja. But it's okay. Es war trotzdem sehr schön. Und unser Sushi ist jetzt da. Das heißt, wir fooden jetzt und gucken Temptation. Und dann, geht's schon los mit dem Livestream. Ich hoffe, ihr seid alle am Start gewesen. Falls nicht, du. Futur 3, ihr, nee, gar nicht Futur 3. Ihr werdet alle am Start gewesen sein. Ich gebe euch noch mal kurz eine kleine Roomtour, auch wenn es sich eigentlich kaum lohnt, weil so viel ist hier gar nicht to see. Welcome to my crib. Oder 73 questions. Oh ja, mit Vogue und Esther. Ja, und ganz ehrlich Leute, that's all to see. Also hier ist ein Kleiderschrank. Hier ist das Bett, ein Tisch, an dem wir uns morgen fertig machen können. Dann haben wir schönen Ausblick auf Esther und den Bahnhof. Und den Bahnhof. Dann haben wir hier einen nice Spiegel. What's poppin'? Und dann geht es hier auch schon in the bathroom. Wo natürlich auch noch meine Sachen liegen. Dann haben wir wieder ich. The toilet. The most important place. Und die Dusche. And that's literally all to see. Livestream ist jetzt vorbei. Wir gehen jetzt noch zu den Leas. Übrigens Channel in der Description Box von beiden. Machen beide jetzt auch Medi-Content. Also beziehungsweise die eine Lea ist schon im klinischen Teil des Studiums und die andere Lea fängt jetzt an. Und hat aber auch schon so Vlogs gemacht. Jetzt zieht keine Schuhe an, ne? Naja, ist mir egal. Dementsprechend, wobei ich habe Löcher in den Socken, ich brauche Schuhe. Schaut da gerne vorbei, die sind nämlich beide richtig cool. Und mit denen treffen wir uns jetzt noch eben, nachdem ich mir Socken angezogen habe. Hallo! Hallo! Hallo. Willkommen in unsere bescheidene Hütte. Oh, ist voll kalt. Echt? Oh, geil. Wir können gerne das Fenster zumachen. So. Wollt ihr Hallo in meinem Vlog sagen? Ich habe eben extra gefragt. Voll gerne. Dürfen wir uns so hinsetzen? Ach, ja. Leute, schaut mal. Hallo. Das sind unsere Leas. Wir machen jetzt unseren Vortrag für morgen. Wie gesagt, ich verlinke euch die beiden in der Infobox. Und ja, bis später. American Horror Story oder so
richtig diese bösen Clowns. Alter, vor allem mit diesem Oberteil. Ich kann nicht mehr. Als Vorbereitung für morgen. She's the real Pennywise, Leute. Oh mein Gott. Good morning, friends. I'm very tired und ich klinge irgendwie ein bisschen verschnupft. Ich habe schon mein Gesicht gewaschen und mich eingecremt und mein Make-up vor mir positioniert, weil daran arbeiten wir jetzt. Wir haben es 7.44 Uhr. Wir sind so gegen 7 Uhr aufgestanden, beziehungsweise hatte der Wecker geklingelt. Und wollen um 9 Uhr mit Lea und Lea frühstücken gehen. Deswegen muss ich mich jetzt ein bisschen beeilen. Ich glaube, meine Haare kann ich danach noch machen, oder? Ja. Also wenn wir jetzt eh sagen, wir gehen jetzt nicht zu dem Talk und so. Genau. Weil wir hatten überlegt, dass wir ganz gerne noch mal ein bisschen unsere Sachen durchgehen wollen würden, auch wenn wir das gestern gemacht haben. Aber es ist einfach wichtig, dass das gut klappt. Und unser Kurzzeitgedächtnis, das kennen wir alle noch aus dem Physikum, ist very powerful. Deswegen wollen wir das usen. Und ja, I'm gonna get ready now. Pretty days around me, but I fixate on ugly features. Creature comforts push me further away from think I wanna be here. Sorry, echo out like seashells. Well, I thought I'd hear the ocean, they sell. Ja, Leute, wir befinden uns jetzt in den heiligen Hallen der Uni Göttingen und haben gerade unseren Hörsaal gesucht für gleich. Da ist Esther. Wir sind schon ready. Ich bin auch gerade eben einmal kurz geslippt. Ja, wir gehen jetzt mal nach draußen, gehen noch mal ein paar Sachen durch und melden uns dann gleich wieder, wenn wir dran sind. Drückt uns die Daumen, dass das alles smoothly läuft. Ich bin nämlich langsam auch echt ein bisschen aufgeregt. Ja, bis gleich. Leute, schaut mal, wer extra für uns gekommen ist. Hallo, ich bin auch famous. Think I need some context. Think I need a better. Think I need some. Wir sind dran. We are so excited. Oh my God. Wir gehen rein. Think I need some context. Think. I need a better view. Think I need some glasses. Hallo Esters und Maxis Viewers. Hallöchen. Wir sind Esters und Maxis Management und sind heute bei dem Festival of Digital Connection in Göttingen dabei. Maxi und Esther haben gleich einen Vortrag. Ich glaube, die sind schon ziemlich nervös. Ich kann mal die Kamera schwenken. Wir stehen da vorne und sind schon ganz schön gespannt. Deswegen, wir drücken auf jeden Fall euch jetzt die Daumen. Das wird aber auf jeden Fall gut. Es war einmal in einem Land vor unserer Zeit, also vor Corona. Im Februar 2020 saß die kleine Esther an ihrem Schreibtisch, um für ihre erste Uniklausur im fünften Semester Psychologie zu lernen. Als plötzlich Hedwig mit der freudigen Botschaft einer Zulassung zum Medizinstudium hereinflatterte. Zur selben Zeit saß Maxi in der Stadt des ewigen Nichts, die es eigentlich nicht gibt, aka Bielefeld. Die junge Maxi hatte gerade die Videos einer noch unbekannten YouTuberin pausenlos inhaliert, als genau diese in einer Instagram-Story ihr Glück über ihren Medizinstudienplatz verkündete. Time's been moving slowly, so we already in too deep. Can't get no sleep on each other, heavy teasing all day and when the sun sets you asking me to come through, kick it with you, night turning to morning dew, then you feel it rushing in, lose control, you don't wanna go slow, for sure, we both already know, your place is my place, now my place. Vlogging update, weil Maxi keine Lust hat. Da ist Maxi Lust, und sie hat keine Lust. Meine soziale Energie ist aufgebraucht. Ja komm, jetzt wo wir schon mal dran sind, können wir das auch nochmal machen, Nick, oder? Ja, wir machen das Vlogging-Update jetzt für die Maxi. Wir erzählen das jetzt aus Maxis Perspektive. Ja. Esther hat gerade
berichtet? Fandest du es gut oder nicht? Ich fand es total scheiße. Nein, natürlich fand ich es super. Es war wundervoll. Es war wirklich. Maxi sagen würde. Ich saß ja im Publikum und hatte Tränen in den Augen, weil ich so stolz auf die beiden war. Also ich hatte das wirklich. Ich habe mal angedeutet, als würde ich mir Tränen wegwischen. Aber dann habe ich tatsächlich Tränen weggewischt. Echt? Ich dachte, weil, das war so ein, nein, so ein Mocking. Das war tatsächlich. Du hast die ganze Zeit gelacht. Vielleicht sind das auch Freudestränen gewesen. Sie hat die ganze Zeit Witze erzählt, die sehr schlecht waren und ich habe aus Mitleid lachen müssen. Okay. Das, aber er hat gelacht. Ja, auf jeden Fall fand ich es sehr genial, was die beiden da fabriziert haben. Und vor allem die Resonanz war auch extrem gut. Ich hätte nicht erwartet, dass so viele sich dazu äußern in der Fragerunde und so weiter. Aber wir waren voll der Safe Space. Aber jeder hat sich getraut, was zu sagen, haben dann von ihren Freundschaften erzählt und hatten auch wirklich Fragen, wie sie real Probleme in ihren Freundschaften lösen können. Und dann wurde so im Plenum eben diskutiert. Und es haben sich Leute darüber kennengelernt. Die haben jetzt Nummern ausgetauscht. Die sind jetzt Freunde. Und die werden jetzt Freunde. Haben sie deine Tipps beachtet oder konnten sie das doch, auch so? Doch, ich finde, die haben das gut gemacht. Ja, und auf jeden Fall wurde dann im Plenum diskutiert und es lief alles wie geschmiert. Und am Ende fand ich das Bild ein wenig lustig. Maxi und Esther standen auf der Bühne und alle standen Schlange. Ja, das war echt wild. Das fand ich das war wild. Und jeder wollte mit ihnen reden und das war ziemlich herzzerreißend. Also nicht herzzerreißend, was sagt man dazu? Herzberührend, sehr emotional, sehr touching. Maxi, Schlusswort? Ich bin sehr overwhelmed, muss ich sagen. Also ich bin wirklich, ich finde es unfassbar, dass Leute uns so cool finden. Also, nicht, dass ich nicht uns auch cool finden würde, aber dass sie uns so cool finden. Aber das hatte ich gestern schon bei Lea, als du so mega emotional warst. So, das hat mich auch getoucht, weil ich so, einfach insane. Ja, war schon lustig, dieses, ihr seid echt. Was passiert eigentlich, wenn man zwei Introvertierte auf eine Live-Performance einlädt? I'm gonna show you. Wir machen jetzt erstmal gar nichts. Room. Es war richtig, richtig geil. Wir haben uns sogar noch ein bisschen in der Kneipe gewagt, haben noch ein paar coole Leute kennengelernt. An dieser Stelle liebe Grüße an Anton. Und ja, es war wirklich sehr, sehr cool. Ich muss eigentlich noch aufräumen und packen. Wir müssen morgen um 12 schon raus. Ich würde sagen, wir gehen ein bisschen was machen wir auch noch. Frühstück. Genau. Mit dem Auto hin und vom Auto. Genau. Guter Plan. Ja, genau. Esther ist richtig der Pläne-Schmied. Oh, da kommt Besuch. Hallo. Wir introducen übrigens Maria, the one and only. Yes. Willst du etwas sagen? Also, now is your time. Ich bin zum Zähneputzen gekommen, weil ich meine Zahnpasta vergessen habe und Esther und Maxi retten mich heute. Nur Maxi tatsächlich, weil ich habe auch meine Zahnpasta vergessen. Könnt ihr belieben, dass ich mal mit Organisation hier irgendwen rette? Das sieht ich ja auch schön aus mit den Pinseln. Aber it's my time to shine now. It's my time to shine now. So. Wir sehen uns morgen. The next day. Und wir sind wieder an der Uni, weil Maria hat jetzt in einer Viertelstunde ihren Vortrag. Und ja, wir sind schon sehr gespannt. Es geht nämlich um das Thema Study Talk, Fluch oder Segen. Ich glaube, jeder hat so seine eigene Meinung zu TikTok. Und deswegen bin ich gespannt, was sie draus macht. Ja, und nachher gibt es für uns noch eine private BIP-Führung, also durch die Medi-BIP und noch einen Besuch in der Mensa. Und dann ist es schon vorbei. Es ging irgendwie letztendlich doch sehr schnell, finde ich. Ja.
started with. Not your average artist, I am not the one to bargain with. Competition, target practice, I don't see no targets hit. I fear God and that's all I fear. Wir sind jetzt am Uniklinikum Göttingen und lassen uns jetzt von Tabea und ihren Freunden die VIP zeigen. Und wir sind very excited, weil wir haben gehört, es gibt so einen, wie heißt das? Anatomagetisch. Da kann man preppen ohne Prep-Bleiche. Ja, also du hast da diesen virtuellen Tisch, wo du halt jemand, das ist wirklich eine Leiche, die mal präpariert wurde. Echt? Also, oh, dann können wir das gar nicht filmen. Nee, ich glaube nicht. It's okay, ich guck's mir an. Ich hab Spaß für euch. Okay, nice. Ja, geil. Dann let's go. Now, so I'ma make it last. Look for the future, I can't live in the past. And I seen the picture, the dot in that crash. But thank God I ain't too cool for the safe belt. My two kids in the back can't imagine how they felt. And they cried, and they wept, and they wept. But they're strong, and we move on. 5 steps back, but bet that I put 10 on. Yeah, I put 10 on.